Hallo, ihr Versuchskaninchen, willkommen zurück zu Outlast Trials. Ihr habt mir geschrieben, dass man auch hier alleine spielen kann, deswegen versuche ich das jetzt mal. Okay. Ja, wir spielen jetzt mal alleine. Nein, ich will nicht, danke. Open Trial Board. Trial Board, willkommen zu dem Beginn eines besseren Dir selbst. Gehe alleine oder mit Freunden rein und starte dein Pfad zur Wiedergeburt. Don't forget to select a rig before you start. Okay. Na. Okay, Rigs sind experimentell. Sie können wieder benutzt werden und sind designt worden, um dir mit deiner Therapie zu helfen. Nach Benutzen haben sie einen Cooldown. Was? Rigs Stun? Ja, ein Gerät, das benutzt werden kann, um Gegner zu stunnen. Affect enemies enrage, making them faster for some time. Oh. Also das Ding stunnt Gegner kurz, aber dann macht es. Ich werde mal kurz hier weg. Dann macht es sie aber schneller nach der Zeit. Also wenn sie gestunt wurden, das ist schlecht. Also für eine gewisse Zeit werden sie schneller. Eine Mine, die durch Gegner ausgelöst werden kann, generiert Nebel, der komplett die Sicht blockiert. Also hier, ein Gas, das den Spieler in der Reichweite heilt und X-Ray. Vision Device that makes enemies visible through any obstruction. Tagged enemies are shared with all players. Ah, das ist gut. Damit kann ich Gegner, also mit dem X-Ray kann ich Gegner markieren. Und die werden dann von allen Leuten gesehen, durch Wände durch. Ich nehme das mal. Oh, da kann man noch weiter erweitern. So, da haben wir noch Evidence. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Durch das Kamera wieder anmachen. Erstmal Trial. Snitches get stitches. Also Verräter bekommen, werden genäht, sozusagen. Beweise. Easterman Recruitment. Gathering X-Pop. Die habe ich alles noch gar nicht, natürlich. Du musst halt Beweise sammeln. Und Stats, was haben wir hier? Badge, Sash und Blood Loss, HBH Consumed und Near Death Experiences. Freedom Register. Neuromats, kann ich leider noch nichts machen. Und Stimmats. Ich habe bisher nur das Modul. Alles klar, Leute, bin ich mal gespannt. Oh, warte. Dart. Bin auf jeden Fall schon mit X-Ray. Preparing Trial. Mein Gott. Wir gucken mal, Leute. Ich werde jetzt mal so ein Part spielen. Wie gesagt, ich werde, wenn es fertig ist, auf jeden Fall zocken. So viel sei gewiss. Vielleicht finde ich noch ein paar coole Leute, mit denen ich das zusammenspielen kann. Vielleicht Corrupted oder so ein Schauerland und Dev oder was weiß ich. Wenn die Bock drauf haben. Muss ich mich jetzt da reinsetzen? Ich muss mich echt da reinsetzen, ja. Okay. Aber mal ganz kurz, wie kann ich denn meine Fähigkeiten? Aber warte. You are the exterminator. Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison, preparing to testify against our truth. Kill the snitch. Den Verräter töten. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass wir freigelassen werden danach übrigens. Bindings. Okay, es geht gerade schlecht. Alter. Jetzt mal aufhören, selber den Sack zu schocken, bitte. Police Station. Ist ja schön hier, ne? Einfach wunderbar. Okay. Ich finde die Präsentation alles ziemlich geil, muss ich sagen. Ich bin sehr angetan. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Bad. Ja, wir gucken mal kurz, wie machen wir denn diesen super Crouch, Interactive Item. Night Vision. Grip, Unigrip, Drop, ja, das wissen wir ja schon. Previous Item, Next Item. First, Second, Third, Active Skill Item. Okay. To Talk, braucht kein Schwein. Also wenn ich es mit anderen spiele, dann eh zusammen im Discord oder so. Easy. Please proceed.
Ich glaube, die wollen uns einfach nur hier konditionieren, dass wir das in Wirklichkeit auch machen, weil es ist ja alles nicht echt, wie man sieht. Sind alle ein bisschen verrückt, aber noch nicht ganz so schlimm, dass sie mich angreifen, glaube ich, hier. So. Reach the security room. Ach mal, ich drücke immer F. RPD. Doppel, du qualmst ein bisschen. Hier. Oh, Lockpick. Sehr gut. Was denn? Lockpick und Antidote. Alles klar. Interessant. Ah, das ist halt wirklich dann für Koop ausgelegt, dass du dir mehrere Items greifen kannst. Seh schon. Kumpel, nicht gut. Die Puppen machen mich ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Was? Atmen. Always the last place you look. Always the last place you look. Fuck it. Denn da ist er. Wie hält denn das bitte an? Oh, das war's schon. Nee, oder? Ich war weg. Okay. Coming to my house.
shit. Der ist halt echt schnell auch, der Typ, ne? Das Beweis? Oh, Archive. You try to be a good boy. You try to do it right. Da drin. Oh, was ist das denn? Das ist eine große Batterie. Ein Recharger. Press R to instantly restore your rig's cooldown. Ah, okay, okay, okay. Aber der hält ja noch ewig. Guck mal. Da kann ich durchspringen, aber hier ist ein Fenster. Das wäre ziemlich dumm. Wieder raus? Alter, die sind aber auch echt aufmerksam, diese Arschgeigen, ne? Soll ich jetzt nur die Tür öffnen hier? Was? Always the line. It ain't even my birthday. Nein. You can't just play along. Alter, du Penner. I'm trying to look out for you, pal. You gotta stay healthy. Er sieht mich doch gar nicht, der Ekelhafte. Ich hätte gleich hier reingehen sollen, ich hält. Na, Snitch. Das war's schon. Ich glaube, er war auch mal normal, kann es sein? Vor der ganzen Sache hier. Der Typ noch da? Der Typ ist weg jetzt. Das ist aber ein glühender Schritt. Das ist so richtig abnormal hier. Okay, der ist echt weg, der Kerl. Wollte ich mir denn jetzt? Ich wollte mir nicht die Heilung holen, aber ich habe ja nur eine Heilung noch.
was? Ah ne, das wäre nur ein anderer Weg rein gewesen. Ich weiß, ich habe halt lieber so eine zusammenhängende Story als nur so Schnipsel, aber vielleicht kommt das ja irgendwie auch mit der Zeit raus, dass es alles zusammenhängt, was die hier mit uns machen wollen. Also mal sehen, Leute, mal sehen. Ich bin echt gespannt weiterhin. Aber ich hab so ein bisschen Schiss vor diesem Elektro-Typen jetzt. Alter, was? Warum glühen die alle im Schritt? Wäre ich jetzt auch reingekommen. Es sind teilweise echt schon richtig arme Säcke hier. Guck mal. Alter. Mit seinem Hinter. Oh, die haben sich echt unter Strom gesetzt. Und Ziegel. Hier kann ich mir so einen Rückweg machen. Du bist der Stitch, ja? Can I come out now? Please, please let me out. This way. Oh God. Please, take me back to the sleep. My rules. Alter. Ja, Kumpel, es ist egal, was ich will. Auf das wirst du ganz schnell merken. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern was die wollen. Andrew, whatever you want. Hallo. Hast du da Schönes? Da geht was mehr. Oh, hier. Das ist meine Batterie. Ja, noch nicht. Alter. Deckung, sehr gut. Das wird nicht unheimlich sein, ihr Penner. Mir ist alles gut, danke. Ja, danke für die Hilfe, aber ich habe keinen Bock, in einen Polizisten reinzurennen. Oh, der hat eine Batterie. Na komm. Jetzt kommt er bestimmt und electrocuted us. Uns. Ich wusste es so sehr. Was? Okay. Da fällt halt echt so viele Items, es ist wirklich einfach nur auf Multiplayer ausgelegt.
Scheiß willst du? Hab die Witch gestartet. War das nicht ein Generator, den ich jetzt gestartet habe? Offensichtlich nicht. Ah. Da vorne. Ah, ich war noch nicht fertig. Ein Circuit on both sides. I'm gonna let it shine. Oh, warte. Boah. Alter, was ist das jetzt? Ja. Ist er das? Aha. Miese Sache, das mit dem Strom auf dem Boden. Was ist er denn? Oh, jetzt habe ich gar nicht was zu sagen, weil ich hören muss, was er. Weil er kommt. Hier bin ich in der Sackgasse, ne? Oh nein, da ist er wieder. Shit. Oh.
Oh, oh, oh. Okay. Okay, cool, cool, cool. Get back into the cell block, where is this denn? Komm ich hierher? Ja, ne? Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, er ist geschafft! Boah, Leute, das ist schon spannend, also wirklich, ich kann nicht anders sagen. Habt ihr schon mal gesagt, danke. Snitch. Das ist krass, die Kampagne geht dann echt lang, ne? So die, der erste Level. Hier. I'll do anything you want. Be hard. Just get me out of here. Please. You know you can't trust them. Don't you? Das ist scheißegal, wenn ich jetzt trauen kann oder nicht. Soll ich da jetzt reingreifen? Hab ihn. Weiter geht's. Why are you out for them? What's wrong with you? Goddamn dogs. You really think falling for God's love? Warte mal, ich hör mal ganz kurz die Kamera ein bisschen. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, dass ich jetzt Pause mache. So, warte. Alter, scheiße. Wow! Where? Get back here! Schöne. Hey! You really think following Rekatos is gonna get you free? Look what he's got me! Fucking look at me! What's that, Kerl? Was ist das, so ein Penismann? So ein Wurstverkäufer wie aus dem ersten. Oh, komm mal hier. Brown. Au! Scheiße! Alter! Es tat bestimmt gerade weh, aber irgendwie hat es irgendwie nicht so gestört, weil ich mich rausgemasht habe. Scheiße. Das war ein Schlückchen, ne? Gab nur eins. Du discovered Spade. Ah! Find the key in Clue 1. Warte mal. Lass mal kurz die Kamera noch fixieren. So, alles gut.
Oh Mann, oh Mann. Oh! Toller Scheiß! Hab wieder Booby trapped oder was? Oh Gott, mir ist ganz komisch gerade. Das Auge richtig? Ist die Frage. Nein! Alter, ich sterbe gleich. Ich weiß was zum Heilen jetzt. Kleine Medizin oder eine große? Okay. Come here, you. Ah! Geh doch! Scheißkerl! Wow. Alter. Kommt der Gasmann. Meine Fresse. Das ist widerlich hier. Ja, benutzt es doch gleich bitte. Achso, ist schon vor. Oh gut, dann. Wo ich hin soll noch. Oh, das war knapp. Aha. Das? Auch eine kleine Batterie? Not a large battery. Okay. Die hebe ich da mal auf. Das Stromteil, womit er mich wieder beinahe getötet, also angegriffen hat, zumindest. Diamond, ist das was oder ist das wieder scheiße? Ja! Hacke! Hey Snitchy, wo bist du denn? Oh Mann, der ist wieder ganz zurückgefahren, hä? Snitchy Boy. What's wrong with you? Ich fühle mich so unwohl hier, aber das ist ja auch genau das, was das Spiel will, wahrscheinlich. Hier! Diamond Key. Just get me out of here. So can do, Bro. Broski. Alter, wie es hier riechen muss, ne?
Oh, zuletzt sehen wir es an Feuer. Feuer, okay. Was ist der denn da? Was ist das denn? Adrenalin? Stamina and Speed Boost for a limited short amount of time. Okay, cool. Wo ist denn Feuer jetzt? Komm ein Feuer jetzt. Da könnte was sein, hä? Ah nein, das ist Stern. Ja, vielleicht. Ist das? Nein, das ist Bunny. Alter. Den haben sie aber schön verhört, du. Oh, bitte, komm. Das ist Mond. Was macht ihr denn da? Ist aber sehr unanständig von euch. Ich bin wieder draußen. Warum laufen sie rum? Das ist ja alles hier ein überwachtes Experiment. Ist, komme ich nicht drauf klar, ne? Freundchen, es geht weiter. I did everything Rick wanted me to. Just like you're doing now. It'll get better. I'd be free and powerful. Fucking look at me. They won't help you. They lied to you. They're pitiful sons of bitches. Der Kumpel tut mir leid und alles, ne? Aber ich muss auch ein bisschen an mich denken, ja? Ich hab's. Ja, da findest du natürlich. Ja, sehr schön. Geht weiter die Fahrt, mein Freund. Somebody help me! No. What the hell? Na komm, wo bist du?
Komm, du Penner, komm! Hier. Mir leid. Komm her! Oh! Ich kann nicht mehr laufen. Oh, 80 Sekunden. Riecht doch easy hin, oder? Wo ist er denn? Aber er ist einfach mal weg. Eine Minute immer noch. Es sind noch ganz viele andere Leute. Alter. Bitte. Au! Was? Hat mich jetzt nicht ernsthaft erwischt, oder? Ach Leute, ach komm, was ein Scheiß.
Wie hat er mich erwischt? Ich bin... Egal. Auf jeden Fall, Leute, das war's für den Part. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal, bis das Hauptspiel kommt. Ich wollte halt einfach noch einen Trial machen. Mit euch das Ganze erleben. Ja, I traveled to sleeping room. Sleep room. Es war halt nur easy, ne? Aber alleine, denke ich mal, ist das adäquat. Okay, ich kann nichts machen. Egal, Leute. Ich danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten und Kommentieren. Haut rein und wir sehen uns hoffentlich dann zum Hauptspiel von Outlast Trials weiter. Oder halt eben zu was anderem. Hoffe ich auch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Bye, bye, bye.